als unsere kleine Gruppe, bestehend aus 3 Naturfotografen, die Höhenzüge des Dovrefjell-Nationalparks besteigt, sind wir genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Meine Freunde und ich sind seit Jahrzehnten mit der Kamera unterwegs. Wir lieben es, die Elemente zu spüren und genießen die Schönheit der Natur im sich wandelnden Licht. Der Wind wird stärker, die Sicht immer schlechter. Mit aller Kraft stemmen wir uns gegen die Böen. Dass wir unsere erhofften Motive finden, hat sehr viel mit Glück, aber auch damit zu tun, dass wir trotz erschwerter Bedingungen nicht aufgeben. Irgendwann stehen wir Wesen gegenüber, die wie Überlebende aus einem anderen Zeitalter auf uns wirken. Es sind Moschusochsen. Während der letzten Eiszeit zogen sie zusammen mit Mammuts durch die Tundragebiete der nordischen Kontinente. Mit dem Rückgang der Gletscher und der flächendeckenden Jagd durch den Menschen sind die Mammuts komplett und die Moschusochsen lokal ausgestorben. Die Wiederansiedlung hier im Dovrefjell war mühsam. Doch 1947 gelang es, nach vielen Versuchen eine Herde zu etablieren. Heute sind es über 300 Tiere, die im Nationalpark leben. Ihr langes, zotteliges Winterfell und die extrem feine Wollschicht darunter sorgen dafür, dass ihnen keine noch so beißende Kälte etwas anhaben kann. Am Abend dringt weiches Licht durch die Wolkenlücken. Der kommende Tag lässt uns dank wechselnder Wetterlage auf neue Eindrücke und Motive hoffen. Wir entdecken die Herde kurz nach Tagesanbruch im selben Hochtal. Es bläst nach wie vor ein starker Wind, doch die Sicht ist weitestgehend frei. Die meisten Tiere befinden sich gerade in einer ihrer Fressphasen. Sie sind Vegetarier und ernähren sich hier im Winter von den auf den Humusböden wachsenden Gräsern, Flechten und Moosen. Von Eis überzogene Bereiche sind für sie nicht erreichbar. Moschusochsen sind keine großen Wanderer. Im Schnitt legen sie täglich etwa 2 Kilometer innerhalb ihres Reviers zurück.
für unsere Arbeit ergeben sich dadurch ganz neue Perspektiven. Genau solche Touren begeistern meine Freunde und mich auch noch nach so vielen Jahren in diesem Beruf. Nicht selten testen wir bei der Jagd nach dem Licht unsere körperlichen Grenzen aus und erfreuen uns an der Vielfalt des Lebens auf unserer Erde. Doch genau die ist in allergrößter Gefahr. Wie überall auf der Welt verändern sich durch die Klimakatastrophe auch im schönen Norwegen die Parameter der Natur. Die Gletscher schrumpfen, die Winter werden kürzer, es gibt mehr Hitzephasen und Niederschläge nehmen zu und werden stärker. Gerade letzteres stellt die so unverwundbar scheinenden Kolosse in unserem Sucher vor große Herausforderungen. Sie sind extrem empfindlich gegen zu viel Feuchtigkeit. Ihr dickes Fell ist wegen fehlender Talgdrüsen nicht in der Lage, Wasser abzuweisen. Erkältungskrankheiten enden nicht selten tödlich. Für unzählige Lebewesen vollziehen sich die durch menschliches Verhalten verursachten Veränderungen in einem Tempo, das der Evolution kaum Chancen zur Anpassung lässt. Als wir am Abend im Schein eines lila eingefärbten Himmels zurück ins Tal steigen, bin ich über das Erlebte zutiefst dankbar. Und doch frage ich mich, wie schon so oft davor, warum wir Menschen uns trotz den vielen seit langem bekannten Fakten zum Thema Zukunft im Hier und Jetzt so ignorant verhalten.